Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders Video. Heute möchte ich euch alle 8 legendären Sturmgewehre vorstellen, die es aktuell im Spiel gibt. Wir fangen direkt an und wie immer möchte ich unten rechts die Werte Magazingröße, Schüsse pro Minute, Schaden, Nachladezeit und kritischer Multiplikator außen vor lassen. Ich lasse meine Facecam weg, damit ihr das selber erlesen könnt. Ich gehe nur auf die Buffs ein und vor allen Dingen auf den Level 3 Mod. Den Level 2 Mod werde ich ebenfalls nicht erwähnen, denn der kann immer zufällig droppen. Das ist immer mal ein anderer. Nur der Level 3 Mod bleibt immer gleich. Wir sind bei der ersten Waffe und zwar ist es das Sturmgewehr Thunderbird. Leider hier nur die Werte vom Item Level 8, deswegen werde ich die Feuerkraft jetzt nicht weiter erwähnen. Es erhöht ansonsten den kritischen Schaden um 12,8%, die Status Power wird um 16,2% erhöht und der Close Range Damage wird um 7% erhöht. Der Level 3 Mod ist sehr, sehr interessant. Schüsse lassen Blitze auf den Gegner niederregen, aktuell hier eben nur bei 40 Schaden, aber wie gesagt, je stärker die Waffe, desto krasser ist natürlich auch der Schaden und natürlich zählt auch eure Anomaliekraft dort mit rein. Das zweite Sturmgewehr ist der Voodoo Kuppler. Waffenstärke hier bei Level 39 wären knapp 16.000, Lebensentzug 12% mit Waffenschaden, Heilrate 12% und der Schaden auf kurze Distanz wird um 8% erhöht. Der Level 3 Mod Schüsse springen mit 40% ihres verursachten Schadens und 20% ihres verursachten Anomalieschadens auf bis zu 4 Gegner über. Und vergesst bitte nicht, natürlich auch in diesem Video, schreibt mal in die Kommentare, welches eure favorisierte Sturmgewehr oder welches euer favorisiertes Sturmgewehr ist. Als nächstes haben wir den Zeitreißer, Waffenstärke um etwas über 20.000 bei einem Level von 39, kritischer Schaden wird um 23,3% erhöht, Statuskraft um 23,3% und der Schaden auf kurze Distanz 8,67% erhöht. Der Level 3 Mod Schüsse verursachen einen Verlangsamungseffekt bei Gegnern, Cooldownzeit 1 Sekunde, ist sehr effektiv. Ich habe die Waffe und auch die Waffe davor, den Voodoo Kuppler, habe ich schon bekommen und gerade hier der Zeitreißer ist sehr effektiv, wenn Massen an Gegner auf einen zurennen und man die Gegner verlangsamen kann. Als nächstes kommen wir zum Inferno Seed und ich könnte mir vorstellen, dass dies einer der stärksten Sturmgewehre ist. Hier vollgelevelt auf dem Level 52, Feuerkraft wird um 105.000 erhöht. Rüstungsdurchschlag wird um 32,5% erhöht, Close Range Damage um 14% und der Long Range Damage wird um 14% erhöht. Und der Level 3 Mod ist der absolute Wahnsinn. Kritische Schüsse verursachen oder kritische Treffer verursachen eine Explosion mit 283.000 Schaden und machen im Umkreis von 5 Metern oder stecken in Gegnern im Umkreis von 5 Metern die Gegner mit Verbrennungen an, Cooldownzeit 3 Sekunden. Als nächstes kommen wir zum Sturmgewehr Master Tool, vollgelevelt, erhöht die Feuerkraft um 80.000, Durchschlagskraft bei Rüstungen 30%, Heilrate wird um 14% erhöht und der Close Range Damage wird um 14% erhöht und der Level 3 Mod ist auch sehr interessant. Schüsse, die einen Feind töten, erzeugen eine Kuppel, die 5 Sekunden lang sämtliche eingehende Kugeln stoppt, Cooldownzeit 5 Sekunden. Eine weitere sehr extrem krasse Waffe ist das Sturmgewehr Here to the Desert, vollgelevelt Level 52. Man hat eine Feuerkraft von, oh meine Fresse, 659.000. Kritischer Schaden wird um 20% erhöht, Status Power wird um 20% erhöht und der Long Range Damage wird um 12% erhöht. Und dieser Mod ist auch einer der krassesten, die ich bis jetzt hier lese, der Level 3 Mod Sandstorm. Schüsse erzeugen oder beschwören einen Sandsturm, der über 5 Sekunden 630.000 Schaden bei den Gegnern verursacht und die Cooldownzeit beträgt 5 Sekunden. Die nächste Waffe, Absolute Zero heißt diese Waffe, wenn man denkt, man kann die Waffen, die ich schon vorgelesen habe, nicht mehr toppen, kommt diese Waffe um die Ecke, vollgelevelt,
Level 52 eine Feuerkraft von 1,3 Millionen. Der kritische Schaden wird um 21,7% erhöht, die Heilrate wird um 14% erhöht und der Close Range Damage um 14. Und jetzt ein absolut geiler Mod. Es gibt ja ein Level 1, 2 und ein Level 3 Mod für diesen Freezing Effekt. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das so richtig verstehe, dass jeder Schuss ein Freezing-Effekt erzeugt. Das heißt, völlig ohne Cooldown-Zeit, der Level 1 Mod zum Beispiel macht alle 8 Sekunden einen Schuss, der einen Freezing-Effekt hat, der Level 2 alle 4 Sekunden. Und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, hier steht nämlich keine Cooldown-Zeit, wird jeder Schuss einen Freeze-Effekt haben. Und das letzte Sturmgewehr, das 8. im Bunde, ist The Juggler. Und hat eine Feuerkraft von 656.000 bei einem Level von 52. Waffen, Lebensentzug bei den Gegnern wird um 23,3% erhöht. Wird sehr, sehr effektiv, wie ich denke, beim Technomancer, der ja so schon mit Waffenschaden Leben entzieht. Long Range Damage wird um 13% erhöht und die Heilrate ebenfalls nochmal um 13%. Und der Level 3 Mod, der erste Schuss nach dem Nachladen erzeugt ein Anomaliegeschoss, was hier auf diesem Level 252.000 Schaden in einem Radius von 5 Metern erzeugt. Das waren alle 8 legendären Sturmgewehre. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr von den Sturmgewehren haltet und vor allen Dingen, welches ist euer absoluter All-Time-Favorite. Ich könnte mich jetzt nicht ganz entscheiden, aber das Absolute Zero-Gewehr hört sich auf jeden Fall ultra, ultra mächtig an. Das soll es von mir gewesen sein. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao.